Heute einer der ersten, die sich getraut, auf die Bühne zu kommen, ist der David Sommer. Und er erzählt, wie man sich neben der reinen rechtlichen Seite eben auch technisch schützen kann, wie man dafür sorgen kann, dass Privatsphäre erzwungen werden kann. Danke vielmals. Herzlichen Applaus für David Sommer. Ja, vielen Dank für diese nette Einführung. Wie man vielleicht hört, ich bin ein bisschen heiser. Ich habe gerade eine Grippe durchgemacht. Falls ich zu sehr krächze oder ihr etwas nicht versteht, was ich sage, bitte einfach Hand hoch und melden. Ja, mir ist wichtig, dass die Themen, die ich hier versuche zu erläutern, dass die auch klar formuliert sind und rüberkommen. Und so steige ich jetzt ein in diesen Talk. Heute, wie ihr vielleicht geahnt habt, es geht um Daten und Informationen. Bei mir zumindest, was Daten sind, wisst ihr vermutlich. Es gibt sie in allen Bereichen, hier Transport, irgendwie Kultur, Wissenschaft und so weiter. Daten sind, mal anders gesagt als sonst, Zustände oder Messwerte, irgendwelche Zahlen oder Veränderungen von diesen Zuständen. Und in der digitalen Welt sind das Nullen und Einsen und damit kann man ziemlich viel machen. Ich nehme an, ihr wisst, was Daten sind, eben darum gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber es gibt so dieses geflügelte Wort, wenn man Daten zu sehr bearbeitet, dann kann man alles erreichen damit, was man will. Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und heute in diesem Talk geht es um ein Unterfeld mit diesen Daten, nämlich ums Datenteilen. Ich werde ein bisschen was ganz kurz über Datenräume erzählen, das ist ein Hot Topic in der Schweiz gerade. Und dann geht es um Daten, die man nicht teilen will. Das sind zum Beispiel persönliche Daten oder Geschäftsgeheimnisse, auch für Unternehmen. Und die Frage, die zentrale Frage in diesem Talk ist, kann man diese Daten kombinieren, ohne dass man sie zentral sammelt, ohne dass man quasi diese aus den Händen geben muss, als Privatperson oder auch als Unternehmen. Und ich werde aufzeigen, dass es einige Gemeinsamkeiten mit Privacy Enhancing Technologies gibt, also PETs, komme ich noch dazu. Und dann im letzten Teil werde ich ein bisschen technischer auf einzelne Building Blocks eingehen, um zu zeigen, was möglich ist. Ich werde dann vorwarnen, dass die Leute, die sich nicht so fürs Technische interessieren, den Kopf abschalten können. Gut, also. Denn warum Daten? Warum sprechen alle von Daten? Eigentlich, es geht darum, bessere, schnellere, billigere Entscheidungen zu treffen. Die Hoffnung, zum einen bessere Produktplatzierungen, vielleicht schnellere Arbeitszyklen oder das Ersetzen von Routineaufgaben, auch eine Sicht in die Zukunft, diese Kristallkugel, ja, meistens um Geld zu verdienen, aber auch für andere Dinge. Dann auch informierte Öffentlichkeit, also wie die Welt schneller wird und die Regierung arbeitet schneller, kann man dem vielleicht entgegenhalten, indem man bessere Statistiken und Informationen zur Verfügung hat, was läuft. Generell kann man sagen, es geht um bessere Lösungen. Und natürlich, wenn ich als Privatperson meine Daten schützen will, dann soll ich die nicht rausgeben. Aber für Unternehmen ist es jetzt oft so, dass die Daten oder das Teilen quasi an den Unternehmensgrenzen endet. Das sind zum einen Datenschutzgesetze, Bankgeheimnis zum Beispiel auch oder einfach Wettbewerbsvorteile. Man hat Angst, diese Informationen rauszugeben. Jetzt gibt es aber eine große Spezialität bei Daten und das ist die Vernetzung. Und zwar, wenn man verschiedene Datensets kombiniert und die vernetzt, dann steigt die Nützlichkeit überproportional an. Also man kann deutlich mehr mit vernetzten Daten machen als mit den zwei einzelnen Datensets. Und darum gibt es diese starke Bemühungen, Daten auch über Unternehmensgrenzen hinweg zu teilen. Hier ein Beispiel aus einem Bericht für das Bundesamt für Energie. Das ist der Strom- und Gassektor. Die Details, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ist vielleicht ein bisschen klein. Das ist das alte Bild. Unten haben wir die Produzenten von Informationen und Daten. Das sind Privatwohnungen, irgendwelche Kraftwerke, Fahrzeuge, Lastverteilung im schweizerischen Stromnetz und so weiter. Und oben haben wir die Einspeiselogistik zum Beispiel. Und die Idee ist, dass man jetzt halt immer anstatt dieser 1-zu-1-Verbindung zu allem so einen zentralen Datenhub macht, wo das alles verfügbar ist und wo man einfach an diese Informationen rankommt und die Informationen gut kuratiert sind, dass die Datenqualität hoch ist. Das ist jetzt ein Konzeptbild, das wurde auch schon ein bisschen weiterentwickelt, aber
dass etwas sehr deutlich Konkretes, was ich gehört habe, ist dieses Bild hier, das nationale die nationale Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilität, kurz NADIM. Das ist von einem Slide-Deck des Bundesamts für Verkehr von letztem Jahr. Die wollen diese grüne Box da bauen, sie sind jetzt dabei. Und die Idee ist, links haben wir diese ganzen Informationen, Taxi, Leute, die sich bewegen, Trottinett, die ausgeleitet sind, Kartenmaterial, öffentliche Informationen. Und die will man privaten Akteuren und staatlichen Stellen zur Verfügung stellen, in der Hoffnung, dass am Schluss ein Nutzen für die Bürger hinausfällt. Auf jeden Fall wird das so erläutert. Und das ist jetzt auch erst im Aufbau. Etwas, das deutlich konkreter ist, ist zum Beispiel opendata.swiss. Also die Schweizer Regierung hat gesagt, wir wollen eine Open Government Data Strategie verfolgen. Und jetzt wurde dieses Verzeichnis aufgebaut. Das kann ich sehr stark empfehlen, da mal reinzugucken. Vielleicht heute auf der Nachhausefahrt. Da gibt's unglaublich viele Statistiken. Ja, heute Morgen waren es 8516 Datensätze. Ja, da hat solche Dinge wie der RSS-Feed des Veranstaltungskalender der Museen in Basel. Also nur bis 2018. Dann, da ist der Zeilenumbruch falsch. Dann haben wir die Faktoren, die natürlich Teenager beeinflussen, dass sie öfters in den Wald gehen oder wo genau die Stadtverwaltung Bern eigentlich ihre ganzen Standorte hat. Also es hat ziemlich viele Informationen drauf. Natürlich hat es auch deutlich schlüssige Dinge, also zum Beispiel alle Informationen des Bundesamts für Statistik oder viele davon sind da auch zu finden. Und jetzt habe ich sehr viel über Datenteilen gesprochen. Jetzt sind wir hier am Winterkongress. Die digitale Gesellschaft ist traditionell eher ein bisschen vorsichtiger mit Datenteilen. Da geht es eher darum, diese nicht zu teilen. Und ich denke, einige von euch kennen diese Privacy-Enhancing Technologies, oder zumindest die bekannten Komplettlösungen, die es da gibt. Zum Beispiel Tor ist eine. Das ist ein System, wo man im Internet surfen kann, ohne dass die IP-Adresse bekannt wird. Das heißt, man ist anonym, solange man sich nirgends einloggt. Ja, es gibt dann genug Leute, die loggen sich irgendwo ein. Dann ist man nicht mehr anonym. Signal, der Messenger, der angeblich keine Metadaten sammelt. Oder auch CryptPad hier ganz rechts oben mit diesem Schloss. Kann man Word-Dateien gemeinsam bearbeiten übers Internet und alles komplett verschlüsselt. Ziemlich cool. Und die Idee hier ist natürlich Funktionalität bei maximaler Wahrung der Privatsphäre. Also es sollen minimale Rückschlüsse auf Benutzung und Inhalt stattfinden. Also hier geht es vor allem um Vertraulichkeit und Unverbindbarkeit. Ja, die englischen Begriffe sind ein bisschen anschaulicher, Confidentiality und Unlinkability. Da gibt es auch noch Eigenschaften, die nützlich sind, wie Ununterscheidbarkeit, Indistinguishability, Unbeobachtbarkeit, dass man nicht weiß, dass jemand etwas gemacht hat, oder Unobservability und auch Deniability, dass man sagen kann, ich war das nicht. Ja, Off-the-Record-Messaging, vielleicht für die bisschen Älteren unter euch, die das noch kennen, war einer der großen Deniability-Protokolle, die aber keine Unobservability besaß. Jo, jetzt ein bisschen ein Ausflug, weil ich rede hier von Privatsphäre und es gibt den englischen Begriff Privacy, einfach um das mal klarer zu sagen. Privatsphäre ist nicht das gleiche wie Privacy. Bei Privatsphäre, wie das Wort sagt, so eine Sphäre um uns rum, da erwarten wir, dass da niemand reinguckt, oder? Das ist so ein passive Eigenschaft. Und Privacy, vor allem, der englische Begriff, da geht es auch um die Kontrolle in dieser Sphäre. Und was man im Deutschen auch oft hört, ist dieses übersetzte englische Privatheit, um diesem Problem ein bisschen gerecht zu werden. Mir ist einfach wichtig, ich spreche eigentlich von Privacy und nicht von Privatsphäre, aber ich wollte diesen Unterschied nochmal verdeutlichen. Gut, und um was geht es bei diesen Systemen? Also sehr oft sagt man, ja, ich will meine Privatsphäre wahren, aber eigentlich geht es um die eigene Freiheit, es geht um die Macht und die Kontrolle, um die eigene Information, dass ich kontrollieren kann, was ich mache und was über mich bekannt ist. Und Privacy ist nur Mittel zum Zweck dafür. Und das stellt sich jetzt raus, das ist ziemlich ähnlich
mit Business-to-Business-Setting, also wenn zum Beispiel Unternehmen miteinander Daten austauschen wollen. Was weniger wichtig ist, sind diese Eigenschaften wie Unlinkability, Indistinguishability, Unobservability und so weiter. Aber zum Beispiel wollen wir stärkere garantierende Fairness, also wir wollen, dass alle, die sich beteiligen, dann auch was zurückkriegen. Es gibt diese ganzen Compliance-Aspekte, man will zum Beispiel sicher sein, dass Informationen nicht rausgehen, oder wenn man sich an solchen Systemen beteiligt, wenn man jetzt Daten teilt, eben Bankgeheimnis. Und das Vertrauen ist auch ein bisschen anders im Business-to-Business-Setting. Und wenn dann aber einzelne Personen, denen die Privatsphäre wieder wichtig ist, mit Unternehmen kooperieren zum Beispiel, Daten austauschen, dann werden diese Eigenschaften, die Pets liefern können, wieder interessant. Also eben Unlinkability, Indistinguishability und so weiter. Ja, und jetzt die Frage, reicht das Recht? Es ist jetzt eine Behauptung von mir, dass also das Recht schützt oft mit Androhung vor Strafe. Es gibt natürlich auch andere Methoden, aber grundsätzlich, wenn man es verletzt, dann bezahlt man einen Preis dafür. Das ist die Idee, warum es funktioniert. Aber das schützt natürlich nicht vor unabsichtlichen Datenleaks. Es schützt auch nicht vor unvertrauenswürdigen Vertragspartnern. Zum Beispiel, wenn die Vertragspartner einen Mitarbeiter haben, der unvorsichtig ist oder der das Unternehmen in Wut verlässt und ihm schaden will. Oder genauso Vertragspartner im Ausland, die weniger Strafen fürchten, wenn sie irgendwelche Regeln brechen. Also das Recht, das oft genutzt wird, zum Beispiel mit NDAs, um Vertraulichkeit zu garantieren, das greift oft zu kurz. Und weiter das Problem mit diesen Data Hubs und Data Räumen. Je größer die sind, und man kann sich denken, da hat's hunderte Firmen mit dabei und Privatpersonen, Haushalte, jetzt hier ein Beispiel von der Energieversorgung, das ist ziemlich komplex und das ist sehr schwierig, dicht zu halten. Und darum meiner Meinung nach, je größer so ein Data Hub, desto weniger ist das ein Ort für sensitive Daten und Informationen. Und vor allem, wenn Informationen rausgehen, dann ist der Schaden bereits entstanden. Also dann, egal ob es legal war oder nicht, der Schaden ist da. Weil Informationen, die kann man einfach kopieren, die kann man nicht wieder zurückholen, oder? Und darum behaupte ich, dass das Recht nicht reicht, um diese Art von Problemen zu lösen. Und ich schlage jetzt vor, ja, Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Wie ihr vielleicht schon geahnt habt, gibt es gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem, also ich surfe im Internet privat, so diese Pets-Setting und dieses Data-Sharing-Setting, also die Confidentiality zum Beispiel von Informationen, dass der andere nicht erfährt, was ich eigentlich besitze an Informationen. Das ist zum Beispiel bei beiden gemeinsam. Und dann unter Umständen will man auch eine Garantie an die Integrität der Informationen, also dass die korrekt sind, was man raussendet, oder? Und wie ich das jetzt hier ein bisschen sehe in diesem Setting, das ist die falsche Reihenfolge, okay. Gut, also wir haben hier links verschiedene Akteure, die haben alle unterschiedliche Arten von Daten, persönliche Daten, öffentliche Daten und so weiter. Und im Datenraum-Setting ist die Idee, die sharen das mit diesem Data Hub und das geht auch wieder zurück. Also da gibt es eine Wechselwirkung. Und dann gibt es, die Idee ist auch, vor allem aus Regierungssicht, dass viele dieser Informationen öffentlich werden sollen oder dass irgendwelche aggregierten Informationen öffentlich werden sollen. Also Statistiken über Verteilungen von Haus, zum Beispiel Stromverbrauch über Haushalte, oder das sind einzelne Haushalte, ist nicht so wichtig, was die beitragen, aber es ist trotzdem interessant zu wissen, was ist die Statistik darüber. Und wenn man jetzt über Privacy-Enhancing Technologies spricht, wo man die ansetzen könnte, dann ist es genau hier in diesem Feld zwischen den Akteuren und diesen Data Hubs, dass eben die Daten nicht kopiert werden müssen und rübergesendet werden müssen, sondern dass man da zusammen Dinge berechnen kann zum Beispiel, und dann erhalten alle das Resultat, aber die Informationen hat man selbst noch bei sich, man hat die Kontrolle darüber. Ah ja, und was interessant ist, in diesem Data Hub Setting vor allem, der kann orchestrieren. Also
Es ist natürlich engineeringmäßig deutlich aufwendiger, solche Technologien zu entwickeln, als wenn man die Daten einfach teilt. Und auch Leute zu finden, die bereit sind, dies zu tun. Aber genau da könnte eigentlich für diese sensitiven Informationen, die man nicht teilen will, die Data Hubs eine Orchestratorrolle übernehmen. Und das ist eine interessante Aufgabe, die bis jetzt noch nicht so stark diskutiert wurde. Und ja, eben diese Pets und das Data Sharing zwischen Unternehmen, das benutzt eigentlich die gleichen Building Blocks. Also die Designerfahrung, wie man Privacy-Enhancing-Technology-Systeme baut, die kann man fast eins zu eins übernehmen und Systeme bauen, damit man gemeinsam Informationen verwerten kann. Und eben, wie gesagt, das Ziel ist, sie nicht zu kopieren, aber trotzdem eine gemeinsame Verarbeitung zu ermöglichen. Und dazu werde ich jetzt kommt ein bisschen der technische Teil, und wie gesagt, jetzt ist der Punkt, wo man den Kopf abstellen kann, wenn man sich ein bisschen unsicher fühlt in dem Bereich, aber ich mache es sehr einfach, versprochen. Also, ich werde über Zero-Knowledge-Proofs sprechen, dann Multiparty-Computation, Homomorphic Encryption, Trusted Execution Environments und Differential Privacy als Methoden für verschiedene Bereiche. Ja, und ich fange an mit Zero Knowledge Proofs. Also das Setting, was ich machen will: ich will Kenntnis von etwas beweisen, ohne dass ich das Geheimnis zeige. Das heißt, die einzige Information, die mein Gegenüber erhält, ist, was ich sage, ist wahr. Ja, aber sonst nichts. Darum heißen die auch Zero Knowledge Proofs, weil man gibt eigentlich keine Informationen preis. Und meistens sind die Commitment-basiert, das heißt, sie sind interaktiv. Ich werde euch gleich zeigen, wie die funktioniert. Es gibt auch nicht interaktive Variante, die haben ein bisschen andere Eigenschaften. Aber grundsätzlich würde ich das gern an dieser Analogie hier erklären. Wir haben einen Gang hier, der hat einen Eingang vorne und dann gibt es einen Gang nach links und nach rechts und hinten ist eine Tür. Diese Tür ist verschlossen. Okay, und jetzt, das hier ist Alice, sie hat einen Schlüssel zu dieser Tür. Und dann gibt es Bob. Und Alice sagt: Bob, ja, ich habe einen Schlüssel. Und Bob sagt: ja, zeig mal. Und Alice: nein, ich will dir den Schlüssel nicht zeigen, ich habe Angst, dass du ihn kopierst. Ja, dann sagt Bob: okay, wie können wir das jetzt machen? Sagt Alice: okay, guck, ich gehe da, du drehst dich um, ja, du guckst nicht, wo ich reingehe. Und dann gehe ich da nach hinten, ja. Und dann darf sich Bob wieder umdrehen und Alice sagen, wo sie rauskommen darf. Zum Beispiel sagt Bob jetzt: Alice, komm rechts raus. Und dann kommt Alice rechts raus. Und die Idee ist, dass die Chance, dass Alice auf der Seite reingeht, wo sie rausgehen kann, ohne Schlüssel, ist ein halb, oder? Und der Trick jetzt ist, dass man das wiederholt. Und mit jeder Wiederholung wird die Wahrscheinlichkeit, dass Alice Glück hat, halbiert. Und hier, wenn wir das 20 Mal wiederholen, diesen Proof, dieses System, dann sind wir bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,000095. Und das kann man auch 30 Mal machen, dann fallen die Nullen da unten runter. Also das ist die Idee, wie Zero Knowledge Proofs funktionieren. Und da kann man ziemlich coole Sachen damit machen. Es wird mathematisch dann ziemlich schnell ziemlich komplex, da will ich jetzt nicht in die Details gehen. Aber man kann zum Beispiel Zugangsberechtigung beweisen oder Alter beweisen, ohne dass man preisgeben muss, wer man ist. Und man kann auch das x-mal wiederholen und das Gegenüber lernt nicht, dass es dieselbe Person ist. Also ein Beispiel, da ist Alice, sie sagt: ich bin mindestens 18. Sie will in eine Bar. Ja. Und der Türsteher da, ja, und nee, sagen sie, ist in einer Bar und will ein Getränk bestellen. Okay. Und das ist die Person hinter der Theke, die sagt: ja, zeig mir dein beweis mir das. Und dann kann es sein, dass Alice von einer Autorität, das ist zum Beispiel der Schweizer Staat, eine speziell gefertigte Urkunde erhalten hat mit ein paar speziellen mathematischen Eigenschaften. Und mit der kann sie dann Bob beweisen, dass sie 18 ist, aber Bob lernt nicht, wer sie ist. Und wenn sie jetzt eine Perücke aufsetzt, ja, und nochmal zur Bar geht und Bob sie nicht wiedererkennt, dann kann sie mit dem gleichen System nochmal beweisen, dass sie 18 ist und Bob sieht nicht, dass das dieselbe Person ist.
Die sind ziemlich vielseitig einsetzbar, diese Zero-Knowledge-Proofs. Und ein ganz wichtiges Bauteil, wenn es um Anonymität geht oder auch um Beweise, dass man etwas besitzt, ohne zu zeigen müssen, dass man es besitzt. Gut, ich hoffe, das war intuitiv genug. Komme ich jetzt zum nächsten Beispiel, Multi-Party Computation. Ah ja, ich möchte hier noch oder zu allen Beispielen erwähnen, da gibt es fertige Implementierungen, also Libraries, die ihr benutzen könnt, wenn ihr das programmieren wollt. Das heißt, wenn ihr das jemals einsetzen wollt, etwas von dem, was ich euch hier zeige, das ist off-the-shelf-ready. Gut, Multiparty Computation, es geht um das gemeinsame Berechnen von hier einer Funktion f, jetzt ein bisschen mathematisch, und die Idee ist, dass der Input privat bleibt, oder? Wieder, wir wollen die Information nicht teilen, aber wir wollen gemeinsam ein Resultat erhalten. Und diese Schema haben auch einen Vorteil, dass jeder, der teilnimmt, hier haben wir drei Teilnehmer, das den Output garantiert erhaltet. Es gibt auch Schemas, wo nur eine Person den Output garantiert erhaltet. Aber das sind je nachdem, für wie man es einsetzen will, ziemlich praktische Dinge. Und hier ist schön, man muss niemandem vertrauen. Also es gibt keinen zentralen Dienst, der irgendwie alles managt. Es gibt auch Mischformen, wo es ein bisschen zentral gibt. Aber die Idee ist, dass man diese Funktion hier mit diesen Inputs zusammen berechnen will. Und man muss keinem anderen vertrauen. Wenn man irgendwann das Gefühl hat, einer bescheißt, dann bricht man das Protokoll einfach ab und niemand hat irgendwas Vernünftiges in der Hand. Das ist zum Beispiel interessant, wenn Versicherungen zusammen Risikoabschätzungen machen wollen. Ja, das habe ich euch gerade eine Geschäftsidee verraten. Aber es gibt Geschäftsfelder, wo die Versicherungen alleine nicht genug Daten haben, um Risiko abzuschätzen. Aber gemeinsam haben sie es. Aber diese Informationen, ist ihr Kerngeschäft. Das ist das, was sie eigentlich besitzen, mit dem sie Geld machen. Und in so einem Setting wäre das ein sehr praktisches System. Auch bei Spitälern, wenn man von verschiedenen Spitälern, die Daten im Moment noch nicht teilen dürfen, wenn die auch über Landesgrenzen hinweg Dinge berechnen wollen, das wäre eine Möglichkeit. Hier das Problem bei diesem System ist, weil es keine Trusted Third Party gibt, die da irgendwie alles managt, müssen immer alle online sein. Und dieser Online-Zwang ist relativ teuer. Also dieses System ist nicht immer von Vorteil. Aber dann gibt es solche Dinge wie homomorphe Verschlüsselung. Die hat die Eigenschaft, dass man nicht immer online sein muss. Und das ist jetzt der technische Teil des gesamten Talks. Ja, also wir haben zwei Teilnehmer hier und der grüne Teilnehmer, der will jetzt etwas mit dem blauen zusammen berechnen. Ja, und dafür generiert er zwei Schlüssel, einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Ich hoffe, die Grundzüge der asymmetrischen Kryptographie sind euch bekannt. Ich will da jetzt nicht zu tief reingehen. Es gibt einen Schlüssel, einen zum Verschlüsseln, einen zum Entschlüsseln. Mehr muss man nicht wissen. Ja, und der verschlüsselt, der berechnet etwas auf seinem Input grün, ja, verschlüsselt das, schickt den öffentlichen Schlüssel und den Input zu blau. Und dieser nimmt den öffentlichen Schlüssel verschlüsselt seine eigenen Informationen hier in blau. Und dann kann er, und das ist diese Eigenschaft der homomorphen Verschlüsselung, die verschlüsselten Dinge addieren. Und das ist dasselbe, als wenn man das innerhalb der Verschlüsselung addiert hätte. Und diese Eigenschaft heißt Homomorphismus und darum heißt homomorphe Verschlüsselung. Und die Idee ist, dass am Schluss man mit diesem roten Schlüssel hier das Ding wieder entschlüsseln kann, aber das kann nur grün machen. Ja, das kann nicht blau. Und man kann das dann mit Key Distribution Schemes kombinieren, dass man guckt, wer hat am Schluss welchen Schlüssel und dann kann man da beliebige Informationen rumschicken und genau kontrollieren, wer was machen kann. Ja, also grün erhält am Schluss wieder das Resultat von der Berechnung. Und der Unterschied zu vorher ist, dass das eben nicht online passieren muss. Und auch hier gibt es Library, die C-Library von Microsoft, wenn ihr das implementieren wollt, ready to use. Braucht zwar RAM wie Sau, aber funktioniert. Und
Beispiele, wo man das benutzen können, wäre zum Beispiel E-Voting, also wenn man 0 und 1 addieren will. Ja, und das kann man dann, diese Resultate kann man auch rumschicken, man kann auch validieren und Dinge tun. Und, man kann darauf auch verschlüsseltes Machine Learning betreiben. Ziemlich cool, funktioniert selten, aber ziemlich cool, wenn es funktioniert. Gut, jetzt komme ich zum vierten dieser Technologien. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen folgen. Ja, dies ist auch wieder, um Dinge gemeinsam zu berechnen. Aber was ich bis jetzt vorgestellt habe, da muss man sehr viel Kryptographie betreiben. Das heißt, die sind teuer. Ja, und Trusted Execution Environment war die Lösung. Intel hat damit angefangen. Die haben gesagt, ja, ihr müsst euch nicht gegenseitig vertrauen, ihr Teilnehmer, aber vertraut doch mir. Ja, ich baue euch einen Prozessor, ja, zum Beispiel bei einem Server, und der hat so ein Trusted Execution Environment drin, und da könnt ihr machen, was ihr wollt, ja, und das Betriebssystem, das diesen Server verwaltet, das kann nicht sehen, was da drin passiert. Das ist alles verschlüsselt. Und Intel garantiert mir das, dass das so funktioniert. Also das heißt, ich kann jetzt dem Hardwarehersteller vertrauen, das ist ein bisschen besser, als wenn ich einfach sonst irgendjemandem vertrauen muss. Natürlich ist immer die Frage ich mache jetzt kein State-Actor-Bashing. Ja, auf jeden Fall, es gab schon eingebaute Sicherheitslücken in diesen Technologien. Gut, aber die Idee ist, dass ich als Teilnehmer, also wir haben hier drei, oder? Die haben wieder ihre Daten, die wollen zusammen dieses F hier berechnen. Ja, das haben sie noch nicht gemacht. Und jetzt kann der grüne Teilnehmer hier mit dieser TII sprechen und dann den CPU fragen, die Hardware, nicht das Betriebssystem. Sag mal, dieses Programm, das da drin läuft, in dieser TII, ist das P? Und der Prozessor garantiert dann, dass das P ist über den Hash. Das ist ein bisschen technisch. Aber wenn es korrekt ist, dann kann ich mit diesem Programm da drin einen verschlüsselten Tunnel aufbauen. Da sieht das Betriebssystem nicht, was passiert, oder? Das geht durchs Betriebssystem durch und kann da beliebige Informationen reinschieben. Das können die anderen genauso machen. Und dann, und man muss natürlich wissen, welches P da drin läuft, welches Programm. Aber wenn ich weiß, dass dieses Programm P den anderen Teilnehmer keine Informationen schickt, dann kann ich dem vertrauen, dann kann ich da auch meine Informationen hineinsenden. Und der Vorteil von dem ist, es ist viel günstiger, als wenn man viel Verschlüsselung machen muss. Und das kommt jetzt mehr und mehr, auch auf Mobiltelefonen. Also man kann diesen Dingen ja gar nicht vertrauen, oder? Manchmal muss man. Und jetzt ist die Tendenz auch auf Mobiltelefonen, dass es solche Hardware-Module gibt, worin man, wo quasi die Hardware garantiert, dass gewisse Dinge ausgeführt werden. Und dann kann man auch nicht bescheißen, man kann nicht betrügen. Ja, Vorteil, wie gesagt, einfach zu implementieren. Kann man eigentlich benutzen für genau die gleichen Dinge wie vorher. Ist einfach billiger. Gut, jetzt komme ich zu der letzten Technologie, die ich heute vorstellen will. Es sind einfach ein paar ausgewählte Technologien, die zeigen, was möglich ist. Ich spreche heute über Differential Privacy. Das ist eine Methode zum Verrauschen von aggregierten Daten. Ja, was heißt das? Also ich habe irgendeine Statistik. Nehmen wir mal an, ich weiß, heute im Raum, ja, es sind 100 Leute. Danke, dass 100 Leute mir zuhören. Und jetzt weiß ich, dass, sagen wir Marcel hier, mein Moderator, nicht unter diesen 100 Leuten ist, aber ich würde gerne wissen, ob er trotzdem an diesem Talk ist. Ja, und wenn ich alle Leute zähle, und das sind 101, dann weiß ich, oh ja, Marcel ist da drin. Und wenn es nur 100 sind, dann ist er nicht da drin. Ist ein bisschen ein Modell jetzt, aber das ist so die Idee. Also es geht darin eigentlich, die Nachweisbarkeit einzelner, oder der Einfluss einzelner Datenpunkten, wenn man irgendeine Statistik berechnet, wenn man zum Beispiel zählt, so zu verrauschen, dass unklar ist, ob jemand in diesem Saal sitzt oder nicht. Also ein bisschen konkreter, ich habe hier zwei Datensets, ja, Bender ist einmal dabei und einmal nicht dabei. Bender ist dieser Robot da in der Mitte. Ja, das ist jetzt Marcel, er ist ein Roboter manchmal. Und wir sagen dem jetzt Datenset A und B und wir zählen die Leute da drin, oder? Das Resultat ist R. Und jetzt haben wir, das ist jetzt eine Modellvorstellung, wir nehmen an, ein Angreifer kennt
diese zwei Datensets und will am Resultat feststellen können, ja, war das war Marcel im Raum oder nicht. Und die Idee von Differential Privacy ist, dass wir die Resultate von diesen zwei Datensets so ähnlich machen, dass sie schwierig zu unterscheiden sind, und zwar indem wir sie statistisch verrauschen. Das soll eine Gauss-Verteilung hier sein, wo wir Gaussian Noise ziehen, ja, und das dann da dazu addieren. Und die Idee davon ist, oder warum das so umständlich formuliert ist, ja, ein Angreifer kennt doch nie beide Datasets und so, das stimmt, aber der Vorteil ist, diese Annahme ist unglaublich stark. Das heißt, egal was ein Angreifer an Informationen besitzt über ein Datenset, sie können nie stärker sein als diese Annahme. Das heißt, wenn ich sagen kann, dass mit dieser Annahme es ist nicht schwierig zu unterscheiden, ob jetzt jemand in einem Datenset ist oder nicht, ob jemand gerade zu Hause Strom verbraucht oder nicht. Wenn ich das so nicht sagen kann, dann kann ich es auch nicht mit weniger Informationen sagen oder in einem anderen Setting. Und das ist die große Stärke von Differential Privacy, und damit ist es auch der akademische Goldstandard immer noch. Seit 10 Jahren versuchen Leute, was Besseres zu finden, und sie scheitern. Ich habe mein PhD auf dem Thema gemacht. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich das heute hier erwähne. Aber es ist vor allem auch kombinierbar mit den anderen Methoden, die ich vorgestellt habe. Also wenn man die ganzen Informationen zusammen berechnet hat, kann man sie immer noch verrauschen. Und das erlaubt auch, Informationen zu veröffentlichen. Also wenn ich Informationen berechne auf Statistiken, auf sensiblen Personendaten zum Beispiel, kann ich sie mit dieser Methode so verrauschen, dass keine Rückschlüsse auf die Einzelnen zu schließen sind. Und dann kann ich diese in den öffentlichen Raum überführen. Und das ist eine interessante Eigenschaft. Ich glaube, das wird mehr und mehr kommen in der Zukunft. Gut, ja, das habe ich gerade erzählt. Ja, wo ist es nützlich? Vor allem für die Forschung. Aber bei Volkszählung wird es zum Beispiel eingesetzt. Also die USA hat das beim Zensus eingesetzt vor 4 Jahren. Und auch bei Umfragenergebnissen wird es auch eingesetzt. Gut. Jetzt zum Abschluss komme ich langsam, um nochmal zu resümieren, was ich hier alles erzählt habe. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Wenn es um Daten geht, generell würde ich Datensparsamkeit empfehlen, weil die vorhandenen Daten, die können missbraucht werden, sie können leaken, sie können auch gebraucht werden. Es ist auch unklar, was zukünftig damit passiert, oder was ich jetzt preisgebe und jetzt ungefährlich ist, kann vielleicht in 10 Jahren ganz anders aussehen. Wir wissen auch, dass es regelmäßige Datenleaks gibt, so etwa 2-mal pro Woche mehrere Millionen Datensätze, könnt ihr mal googeln. Ja, und mit diesen Technologien, die ich vorgestellt habe, behält man eben die Kontrolle über diese Informationen, auch als Unternehmen sowie als Privatperson. Es ist keine zentrale Datensammlung nötig. Man kann diese Funktionalität auch so erreichen. Das will ich euch heute mitgeben. Allerdings muss ich auch sagen, dass jedes Problem dann eine eigene Lösung benötigt oder dass man verschiedene Template-Lösungen haben kann, aber davon wird es einige benötigen, die man dann anwenden kann. Es ist auf jeden Fall ein deutlich höherer Engineering-Aufwand vonnöten, als wenn man die Information einfach kopieren und dem Gegenüber senden würde. Das heißt, beim Einsatz von diesen Technologien, bei dieser Datenökonomie, in die wir uns mehr und mehr bewegen, ist es eine aktive gesellschaftliche Entscheidung, wie stark wir sie einsetzen wollen, diese Technologien. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Ja, es ist aufwendig, aber wenn uns das wichtig ist, dann müssen wir auch diese Ressourcen investieren. Und wenn nicht, dann machen wir es halt nicht. Das ist ein Trade-off. Gut, also, da bin ich jetzt am Ende meines Vortrags und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und bin jetzt bereit für Fragen. Vielen Dank. Für den schönen Applaus und vor allem vorher für den tollen Vortrag. Wer Fragen hat, hier in der Mitte gibt es ein Saalmikrofon. Stellt euch an, fragt David, solange es geht. Aufstehen am Abend. Ja, super. Also, danke vielmals. Ich dachte zuerst, du würdest das erzählen, was ich morgen schon erzähle, aber zum Glück habe ich ja jetzt noch eine Chance, das ein bisschen anders zu erzählen. Nein,
Das sind ganz wichtige Technologien. Ja. Hallo David, da musst du das einschalten. Okay. Danke David für den Vortrag. Bei der homomorphen Verschlüsselung kann der erste Player ja schon rausfinden, was der zweite an Daten hat, weil er dann ja nachher wieder entschlüsseln kann. Er weiß, was er eingegeben hat und dann kann er seins wieder abziehen. Und dann weiß er, was das Blaue ist. Ja, gut, das stimmt. Das ist vollkommen korrekt bei diesem einfachen Beispiel. Mit mehreren Teilnehmern wird es dann natürlich komplizierter. Man kann natürlich auch noch zusätzliche Maßnahmen hinzufügen, wie Blinding, also dass beide Zufallszahlen dazu addieren zu ihrem Resultat und solche Dinge. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das zu umgehen. Ich wollte hier aber nicht zu sehr ins technische Detail. Aber du hast vollkommen recht, ja, das funktioniert. Ja, also kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wo sowas sehr gut funktionieren würde, wo es toll wäre, wenn man das einsetzen könnte? Also gibt es da beim Strom beispielsweise so ein schönes Beispiel? Also generell homomorphe Verschlüsselung oder größer? Für irgendeine dieser Technologien, ja, gerne. Ja, also die Beispiele, die ich gebracht habe, wie gesagt, also ich denke, vor allem für Versicherungen gibt es hier Potenzial, auch Gesundheitsdaten vor allem, die gemeinsame Forschung auch über Landesgrenzen hinweg, denke ich, wird mehr und mehr kommen. Ich habe auch Freunde, die versuchen, solche Technologien zu entwickeln. Im Moment ist die Strategie eher, Daten zu anonymisieren, indem man sie zusammenpackt und so unscharf macht, dass es eben keine Rückschlüsse auf einzelne Individuen zulässt. Aber das Problem an dieser Art von Informationen ist, dass sie Outlier vernichtet, also Ausreißer von statistischen Daten und speziell in der Gesundheitsforschung, wo man genau diese eine Person mit der seltenen Krankheit finden will, da ist das eine Eigenschaft, die man nicht haben will. Man will nicht, dass diese ganz besonderen Personen in der Masse verschwinden. Und dann sind solche Technologien zum Beispiel ein Vorteil gegenüber der Anonymisierung, wo man genau diese Personen nicht mehr findet. Danke vielmals. Ja, bitte. Ja, danke vielmals von meiner Seite. Welche Note würdest du der Schweizer Regierung geben in der Anwendung von PETS? wo stehen wir im internationalen Vergleich? Ja, also das Problem wurde erkannt. Nein, wirklich, man hat gemerkt, dass die EU treibt ziemlich voran, die Schweiz hat gemerkt, sie muss nachziehen. Man hat auch gemerkt, dass Open Data die Zukunft ist. Also man versucht eben mit dieser Plattform, die ich gezeigt habe, opendata.swiss, diese auch einfach zugänglich zu machen. Und die Entwicklung kommt. Es ist zum Beispiel auch, man lernt dazu, die Covid-App als Beispiel wurde sofort auf GitHub gestellt. Die Schweiz hat das als einige der ganz wenigen Staaten gemacht, die hat einen Code veröffentlicht. Und das ist, um Vertrauen zu gewinnen von der Bevölkerung, natürlich ein ganz wichtiger Schritt. Und das heißt aber auch, dass man alle Sicherheitsprotokolle, die man einführt, oder Verschlüsselungsprotokolle, man kann nicht einfach verstecken, was man macht. Security by Obscurity funktioniert nicht, wenn man es öffentlich macht. Man muss ordentliche Technologien einsetzen. Und die Covid-App ist ein Paradebeispiel von Privacy-Preserving Technology. Da ist auch Camilla Troncoso von der EPFL hat da ganz stark gepusht während der Pandemie, dass da auch ordentlich entwickelt wird. Ganz großes Dankeschön an Sie da. Sie ist jetzt, glaube ich, nicht hier, aber trotzdem. Ja. Ja. Ganz wichtiges Zukunftsfeld. Was möchtet ihr der Schweizer Regierung noch als Tipp geben, wenn ihr schon keine Fragen habt? Ist jetzt eure Chance. Wenn ich niemanden mehr sehe, der sich da nach vorne drängt, dann ganz herzlichen Dank nochmals, David, für deinen tollen Vortrag.